Hey Leute, ich bin's Miri von fettspielen.de und ich begrüße euch zur 13. Folge von Movie Star Planet. Ja, 13 ist ja eigentlich eine Unglückszahl, aber ich würde sagen, ihr habt heute eher Glück, denn ich mache was ganz Verrücktes. Ich habe gesehen, ich habe so viele Freundschaftsanfragen und so wenige Freunde eigentlich. Ich werde die jetzt einfach alle annehmen. Okay, beste Freunde nicht, aber ich werde einfach alle Freundschaftsanfragen annehmen. So. Zack. Okay, die wollen alle beste Freunde sein. Nee, hier. Ach so, ja. Da weiter geht's. Und Ahmed 6230. Und Babu X33. Ahmed 62. Ja, habe ich schon. Nee, möchte nicht beste Freunde. Dann geht's weiter hier. Hack 50. Pinky Love, Pinky. Und ich nehme euch alle an. Ihr werdet jetzt alle zu meinen Freunden. Ja, 13, wie gesagt, ist ja eigentlich eine Unglückszahl, aber heute wird das zu eurem Glückszahl. So, die Tara, die möchten alle beste Freunde sein. Das geht leider nicht. Ich kann ja nur 3 beste Freunde haben. Und ich habe jetzt auch schon einen neuen besten Freund. Und zwar ist das Fat Fred. Den werde ich natürlich jetzt als Stamm-bester Freund behalten. Ja, also das heißt, ich habe nur noch 2 Slots frei dann für beste Freunde. So, Alex, der Mann 12. Oh, sehr männlicher Name. Gut, ihr seht, ich kann hier alle annehmen. Kasofi möchte dein Freund sein. Ja, 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 alle. Alle werden meine Freunde. Okay, das geht leider nicht mehr. So, mal gucken, wie viele Freunde ich danach habe. Ich habe nämlich eben geguckt und da hatte ich nur 22. Ja, und jetzt ist das genau. Das sind alles nur noch beste Freundesanfragen. Und ihr seid jetzt alle meine... Oh, nee, hier nicht. Alle meine Freunde geworden. Das geht auch nicht. Beste... Achso, da steht es ja immer, bester Freund. Genau. So, und ich habe auf einmal... Nee, wie viele Freunde habe ich denn? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall seid ihr jetzt alle mit mir befreundet. Ihr könnt mir natürlich noch mehr Freundschaftsanfragen schicken. Und ich werde die jetzt erstmal alle annehmen. Das ist mein neuer Plan. Und dann gehen wir auch, fangen wir an mit noch einer Runde Geschenke. Machen wir noch eine Runde Geschenke auf. Ja, komm, einer geht. Angelina hat mir eine Schleife geschenkt. Angelina 1112201. Noch mehr Zahlen gehen auch nicht. Furfact, schöne Nadibärchen X33 hat mir schöne Schuhe geschenkt. Poolparty, oh, da kann ich so in der nächsten Poolparty gehen. Kasofi, dankeschön. Fatty Hose hat mir eine, Kasofi hat mir noch mehr geschenkt. Oh, was hat sie mir denn alles geschenkt? Dann hier noch ein Fun Girl und was gibt's noch Schönes? Und nochmal die Hose. Gut, dann gehen wir jetzt zu Freunden und dann, wen suchen wir denn? The King Boy, den wollte ich ja das letzte Mal schon machen, aber das hat leider nicht geklappt, weil ich ihn falsch geschrieben habe. So, genau, das ist er, Lukas. Der wollte, dass ich seinen Raum anschaue und ihn einen Look machen. Da werde ich mir mal als erstes seinen Raum anschauen und mal so gucken, was da so abgeht. Ja, da bin ich. Banane ist in the house, ne? oh, hier sieht es sehr bunt aus und überall diese, wie heißen denn diese Tiere hier? Ich weiß das gar nicht. Ja, oh, ja, Laura? Nee, Leonie. Oh, die ist auch gerade zu Besuch, hallo. Und hier ein Halloween, oh. Sehr Halloween-mäßig im Garten. Sehr schön. Und in der Küche. Was geht da so? Noch nicht viel? Doch. Aber alles sehr bunt. Das gefällt mir. Oder hier so ein bisschen Disco-mäßig Dancefloor. Im Partyraum steht auch ein Bett. Okay. Ja, man könnte das jetzt mit, vielleicht mit einem Bordell verwechseln. Aber okay. Cooler Raum. The King Boy. Oh, jetzt bin ich hier aus Versehen rausgegangen. Muss ich natürlich jetzt nochmal eingeben. Tut mir leid. The King Boy. Gut, dann kriegst du jetzt auch noch einen Look. Und zwar machen wir das hier oben. Bin ja mal gespannt, wie du aussiehst. So, Achtung. Und, oh, ganz in weiß mit Plüschohren. Okay, und Ohrringe. Ja, zack. Also scheinst weiß zu mögen. Aber weißes mag ich auch. Das trifft sich schon mal gut. Beziehungsweise schwarz-weiß, das habt ihr inzwischen auch schon rausgefunden. Oder ich habe es oft genug gesagt. Und dann gucken wir doch mal, was du für eine Frisur bekommst. Oh, grün. Grün. Oder hier so eine italienische Flagge auf dem Kopf. Oh, das ist ja auch sehr feminin. Grün und blau? Nein. Nein, nein. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Das ist nichts. Grün und blau in der Kombination. Die hattest du ja davor. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig. Könnten rote Haare. Nee, so ein Clown ist jetzt auch nichts. Lila, rosa. Grüne Strähnchen. Was gibt's da? Oh, oh, die sind aber sehr lang. Und elf oder was ist das? Dann pinke Haare, rote lange Haare. Nee, schwarze lange. Die hier finde ich ganz cool. Wow, das ist auch mal ganz freaky. Ich glaube, ich werde dir das mal verpassen. Ich will einfach mal sowas ganz Verrücktes heute machen. Ganz verrückt will ich sein. So, hier.
erinnert mich so ein bisschen an Indianer oder so, ne? Die haben doch auch immer diese, also so ein Indianer-Häuptling. Oh, Justin Bieber? Hm? Justin Bieber in the house, check it out now. Ja. Nee, ich nehme die blonde Frisur. Ja, ist doch nicht so verrückt, wie ich gedacht habe. Können wir mal lange Haare nehmen? Nee. Wir nehmen hier die blonden, kurzen Haare oder Justin Bieber. Nein, Justin Bieber ist, nee, das ist nichts. So, dann gucken wir doch mal, was es für Oberteile bei dir gibt. Das finde ich schon mal ganz schön mit dem Hemd. Das habe ich schon gemacht, das mag ich. Oder hier so ein Party-Oberteil. Ja. Fragt mich jetzt nicht, wie ich auf Party komme. Chill, Zebra, okay, das ist jetzt auch nicht so. DJ Club. Pulli. Oder, ne? Das ist aber sehr männlich, sehr maskulin, ne? Ein Kleidchen hast du da in deinem Kleiderschrank. Magst du das? Stehst du auf Kleider? Nein, Spaß. Aber das hier finde ich schön, hier mit der blauen Jacke, das gefällt mir gut. Das ist auch mal was anderes, mit dem weißen Shirt drunter. In der Kombination trage ich übrigens auch gerne meine Blusen immer, wenn es jetzt eine Bluse wäre natürlich, ja. Weißes T-Shirt und eine Bluse drüber, weißes Oberteil gibt es ja auch noch. Ich glaube, ich werde das jetzt auch mit weiß machen, weil du magst ja scheinbar auch weiß, wie ich das eben an deinem Look gesehen habe. Dann gibt es noch so ein blaues OMG. Nee, gehen wir mal weiter. Da gibt es auch noch alles in weiß. Diese lässigen Oberteil, die so ein bisschen weiteren Ausschnitt oben haben. Ich finde die ja ganz cool. Oder so ein Farbverlauf-Oberteil. Nee, oh, das gibt ganz schön viel in deinem Kleiderschrank als Mann. Ne? Das findet man selten. Gut, die Jacke bleibt. Und dann gucken wir mal nach der passenden Hose. Das ist ja so ein bisschen Piratenlook immer, dieses Ausgefranste da unten. Das gefällt mir nicht so. Aber so Hosen finde ich ja total schön, wenn die so ungekrempelt sind, besonders bei Männern. Also das finde ich richtig super. Na, das ist jetzt nicht so farblich passend. Eine grüne Hose, so beige oder ocker. Oh, was ist das denn? Das ist ein Monster auf der Hose. Oder hier so leicht kaputt, die Hose. Nee. Ah, eine Glückshose. Ja, das ist heute euer Glückstag. Ich habe euch heute angenommen. Und dann muss ich auch jetzt... Komm, ich mache so einen Glückslook. Ja, das passt. Genau, ich habe ja gesagt, heute ist euer Glückstag, weil ich alle Freundschaftsanfragen einfach angenommen habe, ohne mit der Wimper zu zucken. Und jetzt gibt es noch das passende Outfit dazu. Und nämlich einen Glückslook. Und da gibt es noch sogar das passende Oberteil. Ja, das nehmen wir doch. Das ist ideal. Und jetzt brauchen wir noch die passenden Schuhe. Was gibt's denn da? Sowas mit Flügeln? Nee, das ist kitschig. Das passt jetzt nicht so. Na, weiß wäre vielleicht. Oder mit Grün? Nee, das stört mich, das Blau da drin. Dann gibt's hier noch. Nee. Oder die? Cowboy-Stiefel in Grün und Schwarz. Aber Grün scheinst du auch zu mögen, ne? Aber ich glaube, ich werde hier diese Weißen nehmen. Die passen da optimal dazu. Oder mit Schwarz? Nee, Weiß. Oder? Schwarz? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme Schwarz. Nee, ich nehme Weiß. Weiß. Gut. So. Und jetzt brauchen wir noch die passenden Accessoires. Ja. Was hast du denn da Schönes im Angebot für mich, was ich da dir denn anziehen kann? Auf jeden Fall eine Menge Tattoos. Das finde ich schon mal gut. Eine rote Mütze. Ist jetzt farblich nicht so gut. Oder passend, besser gesagt. So eine Brille. Nee. Ist ein bisschen nerdig. Oh, wollte sie da wegmachen. Schal, nee, der ist viel zu lang, der ist viel zu lang. Oh nein, das hatte ich früher immer als Kind. Gab es doch diese Mützen, kennt ihr die? Die waren so durchsichtig. Hier eine Uhr, das ist gut, finde ich. Ja, das ist gut. Ein Bart. Oh, ich könnte den Bart machen. Und ich mache ihm schwarze Haare. Ein Bart hatte ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich meine, ich hätte noch keinen Bart gehabt. Ich hätte nur mal einen gesehen. Ich will einen Bart machen. Ja, und hier so grüne Tattoos. Geil. Jetzt bin ich komplett von meinem Muster weggekommen. Aber die Uhr, das muss eine andere Uhr her. Was hat er denn noch? Oh, was ist das denn? Ah! Steinbock? Nee, das passt nicht zu meinem Glückslook. Glückstagslook. So in den Haaren. Das finde ich immer so ein bisschen spießig, wenn die Sonnenbrille da so in den Haaren ist. Nee, kein Schal. Der ist auch nicht zum T-Shirt. Muss man jetzt nicht unbedingt Schal haben, grüne Brille, obwohl ich die jetzt zum Beispiel nicht... Oh, ich muss diesen Bart wegmachen, so. Doch kein Bart. Aber die grüne Brille finde ich jetzt schon mal zumindest farblich passend.
Oder hier solche Tätowierungen? Nee, aber ich finde das mit dem Grün ganz geil. Das passt natürlich ideal. Oder so eine Movistar Planet Kette. Die ist auch schön, die gefällt mir. Aber die passt jetzt natürlich nicht so zum Outfit, ne? Leider. Das ist ein bisschen schade. Aber ich werde jetzt wohl noch was Passendes finden. Mal gucken. Eine Mütze könnte ich natürlich auch aufziehen. Aber nee. Nee, du hast ja ein T-Shirt an. Ja, gehen wir mal eine Seite weiter. Was gibt's da noch Cooles? Tattoos, Ohrringe. Schwarze Ohrringe. Nee, das ist too much. Was ist das denn? Ist das eine Munitions? So ein Ding? Nee. Was ist das denn? Ich frage mich jedes Mal, was diese goldenen Dinger sollen. Und das hier ist ein Bart, oder was? Ist das ein Bart? Ah, die Augenbrauen! Ein bisschen zusammengewachsen und buschig, glaube ich, sind die Augenbrauen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ne? Nee, das, also die sind ja immer noch da. Das sieht natürlich nichts aus. Ich möchte ja keinen schrecklichen Look machen. Ich möchte ja natürlich, dass es schön aussieht. Okay, ich bin zufrieden. Oh, hier gibt es noch so, das ist ja auch witzig, hier diese Rudolf-Hörner. Aber der, mein Glückslook ist... So, Glückstag. Heute ist mein Glückstag. Ja, Glückstag. Look. So, viel Spaß damit, The King Boy. Ich hoffe, du likest ihn und er gefällt dir. Zack. Zu. Und auf geht's zu den Geschenken. Noch eine Seite. Ich habe so viele tolle Geschenke von euch bekommen. Also ich bin euch echt tausend dankbar. Oh nein, das ist ja auch cool. So ein Smiley-Kleid, das ist ja auch cool. Bella 803, vielen Dank. Das gefällt mir. American Girl Jacke mit so einem Leopardenunterteil drunter. Lolo so. Movistar Planet Happy Birthday. Pinky hat mir das geschenkt. In Wiener 4. Was hat die mir denn geschenkt? Eine Hanging Cloud, also eine hängende Wolke. Oh, das ist auch sexy. The King Boy hat mir das geschenkt, dem ich in den Look gemacht habe. Dankeschön. Und einen coolen Burgerrock. Ja, ihr wisst, ich stehe jetzt auf Burger. Ja, das habt ihr bemerkt. Das habt ihr euch gemerkt. Ne? Das finde ich gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wer jetzt als nächstes an der Reihe ist, und das ist Fezzy Like. Und die wollte eine beste Freundesanfrage. Bitte bestätige die E-Mail um mehr. Okay, das muss ich mal machen. Jetzt gerade nicht. Ach so, dann kann ich das... Oh nein, tut mir leid, ich kann jetzt keine Freundschaftsanfrage schicken, oder? Beste Freunde, geht das? Ja, komm, das geht, oder? Kann ich die hier auch irgendwie entlassen? So. Ah ja, so geht das. Okay, gut. Auch wieder was gelernt. Also das geht, Hamburger Look Original hast du mir gemacht, aber den werde ich mir jetzt erstmal angucken, glaube ich. So, das kann ich hier offen lassen. Und zwar finde ich den bei meinen eigenen Looks, ne? Ja, oder? Schaffe einen neuen Look und dann Looks anderer gemacht von... Nee, das sind meine. Fett mir das Glück... Oh, da gibt es ja schon ganz schön viele. Bitte die Haare, Melisi. XD, bitte Herztattoo. Nice. Oh, cool, da habe ich sogar den Pulli an. Was gibt's hier? Bitte Herztattoo. Das ist ja witzig, hier war ich ja noch gar nicht. Drag ist bitte, Bitti. Kann, okay, das sind ganz viele Beleidigungen oder was? Kann ich die Haare? Ich suche aber den Burger-Look, den sie mir gemacht hat. Oh, ja, da gibt's ja, ihr habt mir ja ganz viele Sachen gemacht, danke. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das ist ja voll schön hier, was ihr mir da alles gemacht habt. Hier so einen spießigen Look, so ein bisschen kleiner Nerd, genau. Das ist ja witzig. Was gibt's da noch? Ja, okay, den Burger-Look, den jetzt zu finden, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Danke trotzdem, ich weiß jetzt gar nicht, will ihn jetzt nicht die ganze Zeit suchen, aber ich werde mal da offline durchschauen. Und dann mache ich das mal zu. Und dann suche ich dich jetzt nochmal, Fezzy-like. Danke auf jeden Fall für den Look. Und dann bekommst du jetzt noch einen Look von mir. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Und dann wird es jetzt erstmal nackig gemacht. Oh, coole Frisur. So, zack. Und den Rucksack aus. Kann man das hier noch ausziehen? Nee, fertig. Gut, Haare. Was gibt's denn da? Mit Blau drin. Sowas hier. Nee, das ist ein bisschen zu brav. Das hier, das finde ich nicht schlecht, oder? Das hier mit dem Dutt. Oder hier so Locken könnte ich doch mal machen, oder? Was haltet ihr von Locken? Ich nehme jetzt mal Locken. Locken hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. So, also so richtige Locken. Gut. Was hast du an den Oberteilen? Zack. Schwarzen Pulli, das hier. Das finde ich ja auch schön. Das hattest du aber, glaube ich, eben an, ne? Oder, wenn ich mich recht erinnere, ja. Oder hier so eine schwarze Bluse, nee. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde dir das auch anziehen. Mir gefällt das. Ja, dann gucke ich mal nach der passenden Hose. Schwarz.
Oder hier so eine. Oh, die ist auch cool. Das passt sogar so ein bisschen, ne? Ja. Hier so eine, wie heißen die? Oh, die ist ja schön, die Hose. Oh, die ist ja toll. Die gefällt mir. Okay, da muss ein anderes Oberteil her. Die Hose finde ich super. Finde ich ein passendes Oberteil, das hier vielleicht? Mit rosa? Ja, das könnte man nehmen, oder? In der Kombi? Ja, das, nee, das ist zu freizügig. Ja, das nehme ich. Mit dem rosa. Zack, das ist doch schön. Also die Hose ist ja super. So eine wollte ich mir sogar mal kaufen. Also jetzt im Real Life, ja. Okay, die Schuhe finden wir jetzt keinen passenden. Nehme ich, glaube ich. Oh, ich glaube, ich muss doch was anderes nehmen, oder? Gibt es da noch eine andere schöne Hose? Dann muss ich doch hier diese schwarze, glaube ich, nehmen. Ja. Und das andere Oberteil. Haben wir jetzt passende Schuhe? Haben wir jetzt passende Schuhe? Nee. Irgendwie hast du nicht die passenden Schuhe, finde ich. Sorry, dass ich das so sage. Blau könnten wir jetzt natürlich nehmen oder weiß. Schwarz. Ach, das ist doof. Warum passt das nicht? Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schade. Okay, egal. Dann nehme ich das von davor. Das hat mir gefallen, die Hose. Und die Schuhe sind zwar jetzt nicht ganz so optimal dazu, aber du hast leider keine anderen, deswegen muss ich die jetzt nehmen. Und dann gibt es hier noch eine Mütze oder so eine Bling-Bling-Uhr. Oh ja, die ist ja auch cool. Minecraft-Kopf. Nein. Ich gucke mal, was es noch gibt. Ein Rucksack? Nee, Rucksack. Oh doch. Obwohl, Rucksack? Ja, Rucksack lassen wir. So, und dein Girly-Look ist fertig. Ich hoffe, du magst ihn, Fazzy-like. Girly Look. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Keine Ahnung. Ich glaube mit Y, ne? Oder? Oder doch so? Girl Look. So, fertig. Da weiß ich wenigstens, wie es geschrieben wird. Gut, dann sammeln wir noch schnell Fame ein. Und dann geht's weiter. Und zwar, wen haben wir denn da? Wir haben Orange Unterstrich und Herz. Gucken, ob wir die finden. Unterstrich, ja, den Unterstrich habe ich jetzt nicht gefunden. Habe ich jetzt wieder was falsch eingegeben? Ich suche mal nur Orange Unterstrich, mal gucken, was da kommt. Nee, diesen Unterstrich gibt es scheinbar nicht. Habe ich jetzt wieder was falsch gemacht, Leute? Level 25 hat sie gemeint, wäre sie. Ja, okay, dann gebe ich nochmal den Namen ein. Einfach so, vielleicht klappt es ja. Also in letzter Zeit ist das echt oft, dass ich euch einfach nicht finde. Also ihr müsst euren Namen echt richtig eingeben. Aber ich habe dich hier gefunden, ja. Der ist richtig angegeben. Ach, wahrscheinlich, weil ich es klein geschrieben habe. Ja, okay, das war mein Fehler, sorry. Du wolltest, dass ich deinen Raum anschaue und bewerte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Das mache ich jetzt auch mal. So, da gibt es hier, oh, eine schöne Palme hast du da. Okay. Und die Wand gefällt mir auch sehr gut. Ich mag ja auch dieses Backsteinmuster, so Tapeten mag ich. Hey Miri! Hey, geiler Styler 500, du mit dem coolen Namen. Sehr witzig, dass der hier ist. Der hat coole Mütze hast du übrigens auch mit der Wassermelone, ja. Oh, hier, ganz schön grün. Du scheinst grün in der Küche zu mögen. Da ist aber eine Küche drin, eine richtige, ja. Partyraum. Oh, der ist auch toll. In schwarz und weiß, richtig edel. Und mit dem Klavier hier drin. Also das ist echt super. Oh, guck mal hier, mit meiner Banane, ich falle da richtig auf. Ja, oder passt farblich in Gold zum Klavier. Das ist herrlich hier drin. Ich glaube, da drin bleibe ich. Ja, hier bleibe ich. Ja, ich würde dir für deinen Raum, was würde ich dir geben? Ich würde dir eine 2 geben. Na? Weil die Küche mit dem Grün ist jetzt nicht so meins, aber den Rest gefällt mir sehr gut. Vor allem hier dieser Partyraum, den hast du echt super gemacht. Hier müsste ich auch gleich mal kurz einfach mal dancen. Yeah! Miri, warte. Oh, da werde ich verfolgt. Da werde ich verfolgt. Von wem werde ich denn verfolgt? Ich bin weg. Oh, hier, du wolltest zu mir, ne? Geiler Styler 500, oder? Sehe ich das richtig? Komm, schreib was. Hier, zwei Männer umgarnen mich. Was wollt ihr denn, Mann? Ich hab doch gewartet. So, komm, ich geh mal. Oh. Oh, jetzt, Mist, jetzt bin ich draußen. Nein! Das war. Okay. Tut mir leid, Leute, ihr habt es gesehen. Ich bin aus Versehen rausgeflogen. Oh, ich habe eine Beziehung mit Ahmed. 6230 bin ich eingegangen. Unbewusst. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ja, gut. Also wenn ihr eine Beziehungsanfrage an mich schicken möchtet, mit mir zusammen sein wollt bei Movie Star Planet, ja, dann freue ich mich natürlich über eure Anfragen, beziehungsweise auch. Was ist hier? Achso, ja, genau. Freundschaftsanfragen, normale oder auch Wunschlistengeschenke, Autogramme und alles Mögliche, was ihr haben möchtet. Aber ich muss jetzt nochmal zurück zur Orange.
Because ich habe ja ihr noch keinen Look gemacht, ne? Oder was wollte sie? Ja, einen Look wollte sie noch. Unterstrich Herz. Ja, jetzt war ich in deinem Raum und bin aus Versehen rausgeflogen. Tut mir leid. Und wahrscheinlich denken jetzt Geiler Styler 500 und der andere, dass ich total bescheuert bin, weil ich einfach rausgeflogen bin und weg bin. Tut mir leid, ihr beiden. Das war nicht so gedacht. Aber ich werde jetzt erstmal einen Look noch machen. Du scheinst Ami-Farben zu mögen. Also dieses Ami-Grün, Olivgrün. So, dann nackig und ab geht's. So, hier ein Handtuch auf dem Kopf. So sehe ich morgens übrigens auch immer aus, wenn ich aus der Dusche komme. Mit einem Handtuch auf dem Kopf, so ein Turban mache ich mir dann immer. Was gibt's hier? Ja. So, da gibt es sowas hier. Das. Ah, mit so Zöpfen. Ich persönlich trage meine Haare ja auch immer offen. Deswegen mag ich auch eher so. Oh, die ist schön. Die ist schön. Die sieht so ähnlich aus wie meine, aber die finde ich sogar noch schöner, die Frisur. Oder das hier. Oh, die ist ja geil mit diesem eingeflochtenen. Das ist ja super. Das hat auch immer mal eine Freundin von mir mit diesem eingeflochtenen, aber komplett den Kopf. Das sah richtig gut aus bei ihr. Die hat das immer im Urlaub gemacht. So, was gibt's da noch? Ich glaube, ich werde die Frisur nehmen. Die gefällt mir echt super. Also die ist echt geil. Ja. Ja. Übrigens wollte ich mich auch nochmal an der Stelle bedanken für eure ganzen lieben Comments und Komplimente, die ihr mir gemacht habt. Ich lese die mir ja immer durch, auch wenn ihr denkt, ich überfliege das alles und krieg's sowieso nicht mit. Nur weil ich euch nicht antworte, heißt es nicht, dass ich es nicht gelesen habe. Das ist wie bei WhatsApp, da gibt's ja keine Häkchen, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Deswegen, also ich lese die schon, aber ich antworte halt nicht auf jeden Comment. Deswegen dürft ihr mir da nicht böse sein. Ja, ich gucke jetzt einfach mal, was hier noch gibt. So ein schwarzes Kleidchen, MSP-Kleid oder Lady Gaga, Oberteil. Wir sind Gaga. Nee, heute ist euer Glückstag. Oh, was ist das? Was ist das denn? Ich erkenne es gar nicht, aber irgendwie sieht es cool aus. Wir können auch sowas mal nehmen. Das hier finde ich auch echt sexy mit diesem umgebundenen Pulli. Ja, oder was gibt's hier? So ein, ja, okay, Weißpulli ist jetzt ein bisschen boring. Was gibt's da? Oh, das ist toll. So ein bisschen Tarzan-Look, ne? Tarzan und Jane. Das hier, ein argentinisches Trikot. Nein, das wollen wir ja nicht, ne? So. Die haben ja schließlich gegen uns verloren beim Fußball. Hier so ein Palmoberteil. Nee, das passt jetzt nicht so. Punk. So ein Punk-Girl. Oh, sie hat den Cola-Burger-Pulli. Ja, der passt sogar farblich zu den Haaren. Das Brötchen greift ihre Haarfarbe nochmal auf. Genauso wie die dunkleren Farbtöne in ihren Haaren, die durch die Cola nochmal aufgegriffen werden. Also das ist ein perfekter Pony oder so. Oh, das ist ja auch toll. Ich könnte ja mal wieder so ein bisschen... Oh, Palmen! Ja, nein, ein Palmenoberteil, das muss sein. Ja, das wird's. Das wird's, glaube ich, wirklich. Ja, Palmen. Weil ich liebe ja Palmen, ne? Also Palmen finde ich total super. Ich hätte am liebsten auch in meinem Zimmer eine Palme stehen. Aber das ist ja nicht so einfach, die irgendwo drin einfach hinzustellen. So eine Palme nimmt ja auch schon ein bisschen Platz weg. Und die wächst ja schließlich auch, ne? Aber ich finde das auch so total super, wenn man im Urlaub ist und dann mal diese schönen Palmen. Oh, einfach nur herrlich. So, dann haben wir das Oberteil gefunden. Und dann nehme ich jetzt noch eine Hose dazu. Was haben wir denn da alles im Angebot? Blau. Grün wäre jetzt natürlich ganz schön. Oder hier so eine Hot Pants in Gelb würde sogar auch passen. Weiß, nee, weiß ist mir jetzt zu viel weiß, wenn ich da jetzt eine weiße Hose drauf anziehe. Das Grün, was ich eben gesehen habe, hat nicht so optimal gepasst. Was ist das denn? Sind da Blumen drauf? Hier, so eine schwarze, lässige Hose. Die Hose ist cool, aber die passt jetzt nicht so zum Oberteil. Sowas in die Richtung. Das sieht aus, als hätte sie gar nichts an, weil ihre Hautfarbe genau das gleiche. Die gleiche ist. Oder ist beige? Oh, beige. Beige Hosen mag ich ja auch, ne? Also das habe ich ja noch gar nicht hier erwähnt. Sowas? Nee, beige. Ich glaube, die beige wird's auch. Die passt gut. Ja. Dann machen wir mal Seite 7. Uiuiui, da hast du wieder. Oder die, ja. Die hätte ich jetzt auch wieder nehmen können. Mal testen. Nee, die passt aber nicht. Da muss was Warmes dazu. Und beige ist ja schließlich auch dieser braune Gürtel. Der passt dann wieder zum Stamm von der Palme im Oberteil. Also, oh, ich habe eine grüne Hose gesehen. Moment. Nee, dieses nicht. Okay, es ist die beige Hose. Ich gucke jetzt nochmal eben auf den anderen Seiten, ob ich da noch kurz was finde. Nee, hier ist alles weiß. Gut, dann brauchen wir jetzt Schuhe. Glitzerschuhe. Du scheinst echt auf Glitzer zu stehen, ne? Hier glitzern ja wirklich alle Schuhe.
Pastille finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Das wäre mal was anderes, ne? Aber grün wäre natürlich auch ganz geil. Ich glaube, ich muss dir echt Glitzerschuhe verpassen, wenn du die so geil findest. Oder so viele davon hast, besser gesagt. Was nehme ich denn da für welche? Schwarz ist nicht so passend. Ja, da muss ja natürlich braun oder weiße. Nee. Braun, grün oder beige. Die hier? Nee. Das passt nicht. Also vom Stil her passt das irgendwie. Gummistiefel. Das passt optimal zur Hotpants. Wer trägt das nicht? Hotpants und Gummistiefel. Das Must-Have in diesem Winter. Nee, natürlich trägt man das nicht. Aber ich gehe jetzt mal kurz zurück so. Dann bin ich wieder auf der ersten Seite. Und gucke jetzt mal, ob ich... Da muss auch... Ich glaube, ich werde die hier nehmen. Ja, die finde ich schön. Die haben mir vorhin gefallen. Und jetzt brauche ich noch passende Accessoires. Da gibt es Glitzer-Glamour im Gesicht. Nein. Oh, oh, ein Herzchen? Was ist das? Das ist aber ein komisches Tattoo. Ein Verlauf-Tattoo in bunten Farben. Das nehmen wir aber nicht. Nee. Oh, das hier passt. Ja, das passt nämlich zu den Schuhen farblich. Aber die nehmen, glaube ich, oder doch die Uhr. Ja, wir nehmen das. Brauchen ja, dass das wieder so ein bisschen aufgreift. Nee, die Uhr. Gut, dann geht's weiter. Ohrringe. Ja, die passen doch mal. Gut, da ist jetzt auch die Schminke weggegangen. Habt ihr das gesehen? Was Gurken auf den Augen. Ja, das ist so eine Schönheitskur kann man da machen, hä? So ein bisschen Wellness bei Movie Star Planet. Das ist ja auch witzig. Also einfach mal so Gurken, Gurkenscheiben. Da fehlt jetzt noch die Maske. Kann man da noch so eine Quarkmaske oder so ins Gesicht machen? Ja, tatsächlich. Wie geil ist das? Ich mach den Wellness-Look. Soll ich den Wellness-Look machen? Da gab's doch. Aber nee, ich glaube, da finde ich das passende Oberteil. Du hast dieses Handtuch nicht, ne? Hast du dieses Handtuch als Oberteil oder so? Das gab's doch mal. Das habe ich mal gesehen. Aber ich glaube, das hast du nicht, oder? Nee, das hast du leider nicht. Sonst hätte ich jetzt so einen Wellness-Look gemacht. Aber das ist ja witzig. Also hier so eine Maske mit Gurken auf den Augen. Ach, wie geil. Ja, würde sogar farblich zu meinem Glückstag-Outfit passen mit dem Grün, was ich eben hatte, mit dem Klee und so. Aber das ist ja echt witzig. Ja, dann gehen wir mal weiter. Aber das passt jetzt nicht so zu dem Palmen-Look. Aber witzig ist es auf alle Fälle. So, Mütze? Nee. Mütze brauchen wir nicht. Bisschen Make-up ins Gesicht? Ja, das ist doch nicht verkehrt. Eine Sonnenbrille in die Haare? Ja, das wäre auf jeden Fall... Oh, was ist denn das? Hä? Was ist das denn? Was ist das? Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, ich mach's weg. Wenn ich nicht weiß, was es ist. Oder hier diese. Oh, die sind ja toll dazu. Diese Federnohrringe, oder? Die sehen doch gut aus. Oh, die Panda-Täschchen. Eine Burgerkette ist das geil. Die will ich auch. Oh, ist die cool. Aber passt natürlich nicht zum Outfit. Aber die ist schön. Die ist echt schön. So, was haben wir jetzt noch im Angebot? Oh, wir haben eben noch sowas Grünes. Das hier? Nee. Das ist too much. Dann gucken wir mal noch hier. Da gibt es eine Luigi mit so einem Luigi-Bart. Den brauchen wir aber nicht. Und Super Mario-Mütze. Ein Foto könnten wir, weil wenn man nämlich im Urlaub... Genau, so ein Urlaubslook. Also das ist echt perfekt. Das ist echt cool. Also mir gefällt der Look super. Ich finde ihn schön. Dann gucken wir mal noch. Das ist auch sehr viele Accessoires. Das ist natürlich immer gut, wenn ich hier jemanden einen Look erstellen soll. Wenn er dann viele Accessoires hat und auch so Kleidungsstücke. So, ich bin fertig mit meinem Urlaubspalmen-Look. Ich nenne ihn jetzt Holiday-Look. So, ich hoffe, er gefällt dir. Viel Spaß damit. Ich würde ihn am liebsten auch anziehen. Mir gefällt er auch super. Und dann gehen wir weiter zu Sarah1352. So, die haben wir gleich gefunden. Was wollte die alles? Die wollte eine Freundin... Achso, das geht ja jetzt nicht. Oh, tut mir leid, Leute. Das mache ich dann offline. Du kriegst auch eine Freundschaftsanfrage und du wolltest, dass ich deine Bio anschaue. Das mache ich doch immer. Mal gucken, was sie so in ihrer Bio drin hat. Je moi, das wird wahrscheinlich Französisch sein. Also ich, das bin ich oder sowas, nehme ich mal an. BFFS in RL. Okay. Hey ihr, ich bin Sarah und eigentlich heiße ich Luisa. Aber ich mag den Namen aber nicht. Oh, eine gute Freundin von mir heißt auch Luisa. Wo kommt denn jetzt wieder die Musik her? Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch. Bin 12 Jahre... Kann man die Musik ausmachen, weil sonst... Oh. Wo kommt denn Musik her?
Okay, Moment, ich muss die mal hier unten. Kann ich die, glaube ich, ausmachen, oder? Ja, gut, weiter geht's. Dann kann ich jetzt, hört man mich nämlich auch. Bin 12 Jahre alt und gehe in die 7. auf ein Gymnasium. Und ich habe 2 Kaninchen und einen Hund. Oh, ich zocke richtig gern. Minecraft, MSP und Sims. Oh, Sims spiele ich übrigens auch gern. Und Sims haben wir ja auch Let's Plays auf unserem YouTube-Kanal. Mit Susanne und Daniel, die könnt ihr euch natürlich auch mal gerne angucken. YouTube gucke ich auch richtig gerne und am meisten mag ich das. YouTube House, GLP, die Apes, Herr Bergmann, fettspielen.de natürlich, Iblali, oder wenn ich es richtig gelesen habe, Terafine und Lefloid, okay. Meine Lieblingsfilme, Serien, Filmreihen sind Star Wars, Chihiros Reise ins Zauberland, Harry Potter und Batman. Okay, meine Hobbys sind MSP, Minecraft, Sims, Reiten, YouTube gucken, Zeichnen, Fotografieren, Skaten, Oboe spielen. Oh, das ist aber auch ein sehr interessantes Instrument. Und mit meinem Hundi spielen. Ich bin crazy und nicht crazy. Okay, mit C also. Meine Haarfarbe ist blond. Meine Lieblingssänger One Direction, One Republic, Tuttle, Ardy, Easy, Die, Lord, Jesse, Jay, The Script, Ape Crime, Lined und so. Okay. Ich kenne nur One Republic und One Direction davon. True Facts about me. Ich lebe dort, wo mein Haus steht. Ich heiße so, wie meine Eltern mich genannt haben. Meine Telefonnummer ist so, wie sie mir gegeben wurde. Denk mal drüber nach, was du im Netz über dich preisgeben willst. Ja, super, super Spruch auf jeden Fall. Gefällt mir. In meiner Welt sind alle Brudis und Nudeln. Nudeln? Okay. Junge. Herr, was? Wer das liest, tu es. Tu est, Beau? Okay, ich kann kein Französisch, tut mir leid, bin halt verdammt normal. Bye, Leute. Alles klar, so, dann schließen wir das Ganze und ich mache den Sound jetzt wieder an. Und dann, ach so, jetzt bin ich hier wieder rausgeflogen, komplett. Irgendwie mache ich da was immer falsch, aber ich finde mich da auch noch irgendwann rein. Gut, und ein Look wolltest du von mir haben, ne? Bio habe ich mir jetzt angeschaut und einen Look. Schaffe einen neuen Look. Mal gucken, ob ich da auch so einen schönen Glückstags-Look machen kann. Glück, Look. Glück, Glück, Glück. Glück, Glück, Glück. Nein, ich habe nicht getrunken. So, weiter geht's. Dann gibt's hier Türkis. Scheint sie zu mögen. Oh, das ist auch hier ein bisschen märchenhaft irgendwie, ne? Oh, das ist ja auch mal geil. So halb schwarz, halb blond. Hat irgendwie was, finde ich. Also ist mal ein bisschen was ausgefallen, ist die Frisur. Die kannte ich ja bis jetzt, habe ich die noch gar nicht gesehen. Dann gibt's hier so ein bisschen Glitzer in den Haaren. Finde ich auch nicht schlecht. Leopardenlook finde ich jetzt nicht so toll. Das hier gibt's noch? Nein. Okay. Dann nehme ich jetzt mal diese ausgefallene Frisur mit dem Schwarz und dem Blond. Die hatte ich noch gar nicht. Weiter geht's. Zack. Oh, das ist ja auch toll hier mit diesen Faunfedern. Finde ich auch sehr schön. Oder hier diesen Bunny-Häschen-Look. Das ist doch auch so sweet. Das hier ist auch cool. Das ist cool. Das werde ich, glaube ich, anziehen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch was Besseres. You're perfect. I recycle. Okay, alles klar. Du recycelst also. Jungle Queen. Woo. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Fällt mir da nur drauf ein. Was gibt's hier noch? Ja, viele Oberteile auf jeden Fall. Bisschen was Bunteres jetzt auf der Seite. Awesome Girl steht da. Die Katze. Nein, ich lasse das Oberteil. Das gefällt mir. Das finde ich süß. Und dann brauche ich noch eine Hose. Mal gucken. Wow. Jogginghose. Hui. Das ist aber auch sehr knapp. Oder hier mit so einem Schwanz hinten dran. So einem Teufelsschwanz. Nee. Eine kurze Hose. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ein Rock. Der Rock passt jetzt aber nicht so, finde ich. So eine Jeans wäre ganz cool, ja. Die finde ich schon mal nicht schlecht. Und ich glaube, die werde ich auch nehmen. Ja, genau. Du kriegst dann wieder mal einen Smiley-Look von mir. Rote Schuhe wären da jetzt auch cool drauf. Oder gelb, nee. Nee, rot. Rot passt zwar farblich nicht so, aber finde ich schön als Farbklecks. Die Zunge ist zwar pink, aber gut. Kann man drüber hinwegsehen, finde ich. Was hast du denn an Accessoires? Skeletthand? Nee, die brauchen wir nicht. Dann gibt es hier noch ein paar Piercings, Tattoos mit Herzchen. Das hier. Ach so, sieht man nicht. Aber egal, du hast es an. Ohrringe? Ja, die sind doch in Gelb. Passen die doch gut dazu. Ja, das finde ich auf jeden Fall. Die lassen wir.
Die können bleiben. Dann hier noch so ein Goldkettchen dazu. Nee, das ist ein bisschen protzig. So ein Party. Oh ja, hier, das ist doch cool. Wie cool ist denn diese Krone? So ein Partykrönchen. Oder wie bei Burger King oder so. Kriegt man auch immer diese Kronen. Oder so ein Fischhut. Nee. Ein Fisch auf dem Kopf muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt haben. Ja, ich bin zufrieden mit meinem Look und du kriegst jetzt den Party Queen Look. So. Oh, habe ich noch Party. Ah, wir machen das ohne. So, Party Queen Look. Dann kann man das besser lesen. Zack. Und du hast dir jetzt auch noch was gewünscht von mir, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Kann ich hier auch irgendwie Geschenke machen? Geht das hier, ne? So. Gib ein Geschenk. Du hast dir... Was wünschst du dir dann alles? Nee, du hast dir doch was von mir gewünscht, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Okay, ich suche dich nochmal. Die Sarah 1352. So. Und dann möchte ich jetzt ein Geschenk machen. Und zwar wollte die gerne diese blonden Haare mit den zwei Dutz. Das hier? Oh Gott. Nicht, dass ich jetzt was Falsches verschenke. Nee. Habe ich die irgendwo? Keine Ahnung. Und einen Federrock wollte sie auch noch haben. Federrock, ist das der hier? Den kriegst du jetzt mal auf jeden Fall. Gut, das andere weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wir haben ja jetzt noch jemanden im... Ne, wir machen jetzt noch ein paar Geschenke auf. Eine Runde? Ja, eine Runde geht noch. Komm, hier. Was gibt's Schönes für mich? Ägyptian Chick. Okay, danke. Pusteblume. Neon Armstickers. Oh, das ist auch cool. Geiler Styler 500 hat mir das geschenkt. Oh, wie viele Geschenke mit deiner coolen Mütze. Dann gibt es hier noch einen Frog Kiss und Breakdancer Banner, den habe ich ja auch schon bekommen und Rocker Sign, okay. So, und jetzt will ich nochmal kurz shoppen gehen. Ich mache mal eine kurze Shopping-Tour, denn ich möchte mir jetzt mal, was möchte ich mir kaufen? Eine Animation für meinen Film. Apropos Film, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich bis jetzt noch keinen Film gemacht habe. Ich habe ja euch ja versprochen, in dieser Folge gibt es einen Film. Aber ich habe das Ganze nochmal verschoben und zwar haben Freddy und ich, könnt ihr euch drauf freuen, es kommt noch ein Let's Play von uns zusammen heraus und zwar spielen wir ab sofort zusammen Movistar Planet auch und da haben wir einen Film zusammen gemacht und den könnt ihr euch da gerne mal anschauen und ich werde jetzt hier noch eine Animation, glaube ich, mal kaufen, oder? Was gibt's denn da Lustiges? Nee. Schauspiel und Tanz, Basis, wild und verrückt, Party und Mode, das hört sich doch gut an. Da gibt's, oh hier, das ist doch cool, so ein DJ-Pult, das kaufe ich mir jetzt. So, ich habe jetzt mal was gekauft. Zack, ich wollte mal Geld ausgeben. Das habe ich jetzt auch getan, jetzt habe ich nur noch 600 Starcoins, oh Gott. Das ist natürlich nicht so schön, aber ich habe jetzt hier noch jemanden. So, wer ist denn das? Das ist Orchide 1. Die hat sich gewünscht. Eine Freundschaftsinfo kann ich nicht verschicken. Ach, das kann ich hier, warum kann ich denn jetzt nicht drauf zugreifen? Okay, hier kann ich das machen. Okay, dann mache ich, genau, sie wollte ein Autogramm, das bekommt sie. Ein Autogramm habe ich ihr schon mal geschenkt. Und dann wollte sie einen Look und dass ich in einem Raum schaue. Und dann gucke ich mal kurz in deinen Raum hinein, was da so abgeht. I love you, woo! Okay. Ich denke mal, das ist nicht auf mich bezogen. So, wo befinde ich mich denn hier überhaupt? Im Wohnzimmer ist das? Mit, okay, gut, da geht's hoch. Was gibt's hier noch? Im Garten. Schöne Schmetterlinge. Wir finden uns in Paris. Die Stadt der Liebe. Ah. Oh, die sind ja auch cool mit diesen Muffins oder Cupcakes drauf. Das finde ich auch süß. Und im Partyraum. Das ist ja mal cool. Dieses Sofa, das ist ja auch cool. Und ein Whirlpool. Da geht's ja richtig rund hier. Mama, love it. So. Und du hast dein Like von mir bekommen. Und weiter geht's. Dann mache ich nämlich... Achso, ja. Orchide 1. Warum fliegt man da immer raus? Ist das normal? Kennt ihr euch da aus? Ihr wisst doch immer alles. Ich brauche Hilfe. So. Look. Look, 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 look. Looky, look. Lucky look. So. Nochmal ein letzter, der heute... Oder die letzte, die heute dran ist. So, das Nasenpiercing weg. Die bekommt jetzt noch einen Look von mir. Zack. Schuhe. Und Frisuren. Genau, was haben wir denn da Schönes? Sowas? Nee, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Wir könnten mal blaue Haare machen. Ja, nur so verrückte. Nee, wir nehmen mal die braunen. Die sind ja relativ normal. So. Ist zwar nicht langweilig, aber ein bisschen basic. Okay, gut. Dann gibt's hier Get Rich.
Ja, wir werden, glaube ich, hier dieses rote Oberteil nehmen. Oder das deutsche. Wir können auch einen Deutschland-Look machen. Deutschland? Ja, wir machen mal einen Deutschland-Look, oder? Was haltet ihr davon? So. Und die Schuhe brauchen wir jetzt. Da haben wir nämlich auch mehrere Schuhe eigentlich, die da drauf passen müssten. Könnten wir so. Hier, diese roten. Die sind doch gut. Die haben auch rot. Ja, rot haben wir auch im Oberteil. Und dann nehmen wir noch so ein Tattoo. So ein ganz Bad Girl-Tattoo. Ein Ohrringe dazu. Und so eine durchsichtige Tasche. Liegt da eine Bürste drin? So, ein bisschen Make-up ins Gesicht. Und was gibt's noch? Was ist das hier? Oh, ein Stern-Piercing an der Nase. Nein, das machen wir weg. Stern weg. So, gut. Dann ist mein Look fertig. Mein Deutschland-Look. Ich hoffe, du magst ihn, Orchida 1. Und jetzt speichern. Viel Spaß damit. Einer geht noch rein. Und zwar ist das Missa Nesa 1 Ersatz. So, das müsste an die Mittelleerzeichen. Das müsste sie sein. Das hier, genau. So, sie hat sich eine Freundschaftsanfrage gewünscht. Das wirst du dann im Nachhinein von mir bekommen. Dass ich ihre Bio anschaue und einen Look mache. So, mal gucken, was da so abgeht. Ja, hallo, du magst Pink. Fakt 1, mein Name ist Anesa. Fakt 2, ich habe am 16. Januar Geburtstag. Oh, Fakt 3, ich liebe Fast Food. Das ist gut, mag ich auch. Fakt 4, ich bin real crazy. Okay, Fakt 5, ich habe einen YouTube-Kanal, Anesa MSP. Okay, noch ein bisschen Werbung gemacht. Fakt 6, mein Lieblings-Movie-Star, Fat Fred, Fat Miri und Crazy Herz... Herz 3? Ja, cool. Fakt 7, ich liebe... Hunde, Welpen, das sind so, die sind so niedlich. Ja. Fakt 8, ich habe zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Oh, gut, seid ihr also zu fünft? Fakt 9, meine Lieblingsfarben sind eigentlich alle. Hm. Und Fakt 10, ich liebe euch, wir lieben dich auch. Und ich liebe euch natürlich, meine MSP-Fans. So bin ich halt und nix wird schief gehen. YOLO, Swag, crazy, lieb euch, crazy, gut. Verrückte Biografie, dann geht's weiter. Wir... haben jetzt noch einen Look offen stehen für dich, ne? Du bekommst jetzt noch einen Look von mir. Missa Nesa, den hast du ja so gewünscht, wie auch die anderen alle. Aber du hast heute ist dein Glückstag. Und du bekommst einen Look von mir. So, dann machen wir noch das Nasenpiercing weg. Und mal gucken, was... Hey, wir können mal Obst auf den Kopf machen. Was haltet ihr davon? Obst auf den Kopf? Ja, das ist doch witzig. Obst auf den Kopf? Ja, wir nehmen die. Das ist verrückt. Du bist ja crazy, hast du gesagt. Also kriegst du jetzt auch einen crazy Look von mir. Ich versuch's zumindest ein bisschen. Oh, das ist ja auch cool mit den... Oh, was ein schönes Kleid mit der Wassermelone. Das passt ja super zu dem Fruit-Look. Ja, das ist doch cool. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nichts anderes. Das ist ja cool, das Kleid. Wassermelone. Wassermelone mag ich übrigens auch total gern. Ja, Honigmelone echt auch super gern. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich keine Hose, weil es ein Kleid ist. Das ist ja super. Also das ist ja schön. Dann kann man hier noch so pinke Schuhe dazu nehmen. Die passen sogar auch. Mal gucken, ob ich hier noch andere finde. Ich finde die aber schon sehr gelungen, die Schuhe dazu. Ja, das ist doch super. Das geht schnell. ja, dann hast du hier noch so eine... Oh, die ist auch so süß mit diesem Teddybären. Oder so eine... Die ist doch geil dazu. Wollen wir die dazu nehmen? Und auch so eine Uhr, so ein bisschen. Nee, die Uhr passt nicht. Das ist ein bisschen zu sporty. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das bitte? Das müsst ihr mir jetzt verraten. Ja, du hast auch so coole, viele pinke Accessoires. Da können wir jetzt natürlich noch hier so ein pinkes Herz-Tattoo machen. Das passt natürlich auch. Und was hast du denn noch so Schönes? Mal schauen, ob ich da noch was finde, was dir jetzt noch da dran zaubern kann. Eine Krone, my sweet 16, hä? Sweet 16, ja genau. Bist du denn 16? Nein, du bist ja nicht 16. Da kannst du auch immer mal auf MTV diese Serie, My Sweet 16, ne? Ja, kennt ihr die? Hier so eine Thumbs Up. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Was ist das denn? Nein, so ein Cupcake-Toppin auf den Kopf. Ach, das passt nicht, weil du jetzt schon die Früchte in den Haaren hast, aber das ist auch cool, finde ich. Hat auf jeden Fall was. So, dann machen wir noch ein bisschen Pink ins Gesicht. Und weiter geht's. Perfekt, ja. Gut, ich bin zufrieden. Du hast jetzt einen Fruit Look. So, ich hoffe, du magst ihn und willst gleich reinbeißen. Und ja,
dann war's das für heute. Ich mache jetzt noch eine Runde Geschenke auf. Ich hoffe, das Let's Play hat euch heute gefallen. Und Fezzylike hat mir auch schon was geschenkt. Was hat sie mir denn geschenkt? Ein Fake-Nose-Ring. Ja, vielen Dank für die ganzen Geschenke mal wieder. Ich freue mich. Oh, und Veggie-Headband. Cool. Selina886, vielen Dank. Und ja, schenkt mir weiter Geschenke. Und ich hoffe, ihr kommt dann nächstes Mal dran. Seid nicht böse, wenn ihr heute nicht dran wart. Denkt dran, guckt das Let's Play mit Fred und mir, wo wir einen Film machen zusammen. Und es ist auch so ganz interessant, sich das anzugucken. Danke, Fezzylike, Selina886 und GeilerStyler500 und Tara16 für die Geschenke, die ich eben aufgemacht habe. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Let's Play von Movie Star Planet. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss, eure Miri.